Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch eine Lidschattenpalette vor. Und zwar geht es um die iVotion Extended Love Rose Edition von LOB. Viel Spaß beim Anschauen! Wie schon gesagt, geht es in diesem Video um die Lidschattenpalette iVotion Extended Love Rose Edition von LOV. Die Lidschattenpalette sieht so aus. Ist in der Drogerie normal erhältlich, also zum Beispiel beim DM oder beim Müller oder sowas. Von hinten sieht die so aus. Es ist wie immer ein Spiegel innen drin, der jetzt noch verklebt ist. Ich habe das noch gar nicht runtergetan. Und da ist so ein durchsichtiges Dingens drin. Da steht drauf, Love knows no language. Und ihr werdet auch gleich sehen, wieso. So sehen die einzelnen Lidschatten aus. Und wenn ich mich nicht irre, dann, ihr seht jetzt so ein bisschen die Titel. Da steht jetzt zum Beispiel Love, irgendwo steht, hier steht L'amour und wir haben Amor. Also nehme ich mal an, es heißt Liebe auf keine Ahnung wie viele Sprachen. Ist eigentlich eine recht nette Idee. Also ich finde die Idee von der Namensgebung her recht gut, auch wenn ich, wie ihr wisst, so ein Verfechter von diesen Namensgebungen bin, weil es mir als Make-up-Artist eigentlich völlig schnurzegal ist, wie das Ding heißt. Hauptsache es ist schön. Ja, dann werden wir einfach swatchen. Ihr kennt mein System einfach von links nach rechts und von oben nach unten. Der erste Lidschatten ist recht cremig. Die nächsten waren jetzt eigentlich eher pudrig, muss ich sagen. So sehen die Farben aus. Sind jetzt weit nicht so intensiv, wie ich mir das gedacht hätte. Also ich zeige jetzt nochmal die Palette. So seht ihr das, glaube ich, am besten. Sie sind schon hell, aber es ist so wenig. Also gerade der hier, da kommt ja gar nichts auf die Haut. Aber der Ton ist wirklich schön. Es ist halt wieder so ein Schimmerton, der funktioniert. Die matten Töne funktionieren meiner Meinung nach jetzt irgendwie überhaupt nicht. Ich reinige mir schnell den Arm. So, kommen wir zur zweiten Reihe. Hier haben wir sie. Oh, das bröselt. Der ist schön, den muss man aber aufbauen. Funktioniert aber scheinbar recht gut. Rennt schon wieder eine Träne runter. Ich fass es nicht. So, die sind jetzt ein bisschen intensiver, wie ihr seht. Auch der matte Ton hier ist recht intensiv. Sind jetzt alle recht schön. Der hat so einen Goldschimmer drin. Das sieht total schön aus. Ja. Mein Bauch knurrt. Mein Bauch will Mittagessen. Falls ihr euch wundert, dass meine Nägel momentan total hässlich sind, ich habe so ein von Trended Up so einen Glitzernagellack verwendet. Der war so ein Reinfall. Und irgendwie sind da meine Nägel dann total kaputt geworden. Weiß auch nicht wieso. So, dann kommen wir zur nächsten und letzten Reihe. Oh ja, das glitzert.
kommt wenig Farbe rüber. Aber die sind alle, also was mir so auffällt, ist, die sind alle recht aufbaubar. Also nicht so, wie man es kennt, dass die dann so verschmieren, so grausig. Sondern die kann man wirklich gut aufbauen. Ist halt ein bisschen mühsam. Also, Farbpigmente, wo seid ihr geblieben? Seht ihr das? Die sind eigentlich alle recht schön, aber ich muss sagen, der zum Beispiel ist total schwierig, weil man den so dermaßen aufbauen muss. Ja, man muss sogar den da, und das ist ein schimmriger, aufbauen. Das musste ich jetzt. Es tut mir leid, dass ich so ein bisschen verklebt klinge, aber ich hatte die Grippe. Und ja, meine Atemwege sind noch immer verstopft. Ja, wir sind am Ende von dem Ganzen. Also ihr habt jetzt die Swatches dieser wunderschönen Palette gesehen. Also insgesamt ist die Palette recht rötlich gehalten, also eher rot, gold und so ein bisschen dunkelbraun. Also für alle, die diese Töne bevorzugen, für die ist es natürlich toll. Aber wie gesagt, ich warne ein bisschen, man muss ein bisschen aufbauen. Und mir geht es halt schon so. Also ich bin so ein Mensch, der sich in der Früh nicht ewig, der in der Früh einfach nicht ewig Zeit hat im Bad und da eine halbe Stunde da seinen Lidschatten abmacht. Somit, also für mich sind solche Paletten immer nervig, weil ich stehe dann im Bad und dann kannst du da irgendwie 10 Minuten Lidschatten abmachen. Nee, interessiert mich nicht. Also für mich ist diese Palette, das ist was, wenn ich abends weggehe und Zeit habe, dann würde ich die quasi verwenden. Die Farben gefallen mir sehr, aber diese Aufbauerei von diesen Lidschatten, das ist überhaupt nicht meins. Ja, gut. Ich wollte euch noch bitten, abonniert meinen Kanal. Abonniert meinen Kanal. Und drückt den Notifizierungsbutton. Ich lade nämlich nicht regelmäßig hoch. Das wisst ihr, glaube ich, inzwischen schon. Und deswegen, wenn ihr diesen Button mit dieser Glocke dran aktiviert, dann werdet ihr einfach notifiziert, sobald ich irgendwie was hochlade. Und dann müsst ihr auch nicht ständig nachschauen. Das wäre total cool, wenn ihr das macht. Also für euch spart ihr dann quasi Zeit. Ansonsten abonniert meinen Kanal, unterstützt mich. Schreibt mir Kommentare in die Kommentarbox, damit ich weiß, was ich anders, besser, sonst was machen kann. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Video. Ciao!